So, und damit hallo und herzlich willkommen, ja, zu einem weiteren kleinen Let's Play auf meinem Kanal, und zwar Stray, das Katzenabenteuer, ja, in einem, ja, wunderbaren Cyberpunk-Setting. Und ich fand die Trailer schon sehr, sehr beeindruckend, die ich gesehen hatte, und ich habe mich mega drauf gefreut, und seit heute ist es raus, und ja, hier. Das sind wir. Das ist Stray. Ja. Und ja, ich bin wahnsinnig neugierig, was uns alles erwarten wird auf, ja, diesem kleinen Abenteuer. Und schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal, indem wir hier, ja, ein bisschen schmusen. Oh, wie süß, Leute. Das ist doch mega süß, oder? So, hallo. Komm, da schmusen wir auch eine Runde. Nee, da spielen wir. Das muss ja auch mal sein, ne? Das ist ja auch wichtig, ja? So, und dann haben wir hier noch einen Kumpel. Hier. Hallo, guten Tag. Hehe, ja. Das ist auch immer ein sehr, sehr, sehr beliebtes Spiel bei Katzen, ja? So. Oh Gott, wie süß. Alter, es ist einfach so niedlich und süß gemacht, jetzt ehrlich. Ohne Witz, ja. Es sieht einfach mega toll aus. So, jetzt müssen wir aber mal gucken, was wir eigentlich tun müssen. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Wir werden mal ein bisschen durch die Gegend stromern jetzt und ja, hoffen, dass wir da irgendwie, ja, dann vorwärts kommen oder was finden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und neugierig. So, Kumpels, wir gehen mal kurz, ja? Hoffe ich, also glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch klappt. Wir können auf jeden Fall, das hatte ich gelesen, wir können nicht überall direkt springen, sondern also wir müssen halt immer gucken, wo Springen überhaupt möglich ist. Aber das soll uns wohl angezeigt werden. Allerdings bis jetzt sehe ich da noch nichts, ne? So, ob wir vielleicht hier irgendwie... Access Control System. Das bringt uns jetzt im Moment aber auch nicht wirklich weiter. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach wieder blind bin. Ja, wie das schon so oft war. Aber im Moment ist mir noch nichts groß aufgefallen. Vielleicht sollen wir uns einfach mal mit hinlegen. So... Oh, wie süß, ne? Ach, Leute, guck mal. Oh, das ist schon schön. Ich hoffe nur, es passieren keine traurigen Sachen. Also, das wäre halt, ne? Eieiei. Ich hoffe nur, es passieren keine traurigen Sachen. Oh, wie süß. Innerhalb der Mauer. Ist einfach beeindruckend schön gemacht, das Spiel, wirklich. Ja, dann würde ich mal sagen, los geht's. Da kommen noch mehr. Drücke B zum Miauen, alles klar. Och Gott, süß. Dann, ja, ruft man sie alle zusammen.
Wie gesagt, ich hoffe einfach, es passiert nichts Trauriges. Boah, das wäre wirklich furchtbar. So, okay. Wie springen wir denn? Aha, okay. Sehr schön. Ah, beeindruckend. Ja, wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und auch halt, ja, in diesem Cyberpunk-Setting finde ich es eine mega coole Idee. Wir, und ich bin sehr, sehr neugierig, was die Geschichte dahinter ist. Ah, okay. So können wir dann kratzen. Alles klar. Die Frage ist natürlich, für was brauchen wir es? Ja. Super, die, was los? Gib mal Gas. Oh. Okay, alles klar. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Die Sprünge, wir können halt nicht überall springen, sondern die werden halt angezeigt. Ja. So, wir haben sie hier gerade auch gesehen. Na, wir hatten dann oben. Oh, hier können wir trinken. Ich hoffe, das Wasser ist gut. Ja. Und nicht irgendwie jetzt verschmutzt oder giftig oder sowas. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Ja. So. Ach Gott, sind die trollig, ne? Jetzt mal ehrlich, Leute. So, hoffentlich ist es aber nicht zu viel mit Springen. Das wäre... Eieiei. Ja, so, zack. Mega süß. So, was können wir hier machen? Ah, schmusen nur. Okay, ich habe gedacht. Ja, schön putzen. Das ist wichtig. So. Und weiter geht's. Also von der Story her, was ich so gelesen habe, ist es quasi, irgendwie verirren wir uns in irgendeine große Stadt und versuchen dann wieder nach Hause zu kommen. Mehr als das weiß ich aber auch nicht. Und das ist jetzt einfach so. Ja, das ist halt unsere Katzenfamilie. Ne? Und das ist, glaube ich, so unsere Hut, in der wir halt normalerweise so sind. Ja, und ist ja auch ganz cool. Hat schon was, würde ich sagen. Ach, wie süß, ne? Und ehrlich, Leute, also jetzt ganz... Ah, das ist Hammer, ja? Wirklich schön gemacht. Auch die Bewegungen, finde ich, von den Katzen. Wirklich sehr, sehr gut. Oh, Halter, um Sprünge zu verknüpfen. Ey, hoffentlich... ja. Eieiei, hoffentlich passiert mir da nie irgendein Fehler und es passiert irgendwas Schlimmes. Das würde ich selber ganz, ganz furchtbar finden. Ja. Weil Vogelscheuchen sind ja im Allgemeinen sehr, sehr, sehr tierlieb. Ne? So. Außer Vögel. Die mögen wir nicht. Aber sonst sind wir sehr tierlieb. Ne? So. Okay. Ah, ist echt hübsch. Sehr, sehr schön. Ja, richtig nice. So, können wir auch langsam laufen? Ja, geht auch. Alles klar. Aber jetzt mal hier der Bande hinterher auf jeden Fall. Wir wollen nicht zurückbleiben. Ne? Okay. So, passt gut auf euch auf, Leute, immer. Och nee, nicht sowas, oder? Halte LT, um etwas anzuschauen. Alles klar. Okay. Ja, dann. Und hopp. Uiuiui. Na, jetzt aber. Sehr schön. Ich gebe wirklich zu, ich habe total Schiss, dass ich irgendwas anstelle, was halt zu irgendeinem traurigen Ergebnis führt. Komm, trau dich auf, kleiner Racker. Und jetzt schnell. Los, los, los. Oh, nein, nein. Ah. Fuck, fuck. Oh Gott, wie süß. Jetzt aber, komm. Komm, du schaffst... Oh. Ah, das ist halt... Das ist wahrscheinlich, wie wir von der Gruppe getrennt wurden. Gehe ich mal stark von aus jetzt. Ich hoffe, wir stehen gleich wieder auf. Alles andere wäre wirklich sehr, sehr furchtbar in meinen Augen. So. Oh je. Ah, wir haben uns verletzt. Das ist nicht schön. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, wir finden irgendwas.
dass wir, um uns da wieder zu heilen. So. Och Gott. Was denn jetzt? Oh ne, bitte nicht. Leute, macht keinen Witz jetzt, ehrlich. Also das würde ich nicht gut finden jetzt. Also gar nicht. Ich hoffe mal, wir werden jetzt von jemandem gefunden. Das wäre gut. Hallo, kann bitte jetzt mal jemand die Katze finden? Ah, okay. Wir waren, glaub, nur ohnmächtig, Gott sei Dank. Ah, okay. Und wir können uns wieder einigermaßen bewegen. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, ja, dann gucken wir uns mal rum, oder? Schauen wir mal, was wir Schönes entdecken oder erkunden können. Ich hoffe natürlich, ja, wir können uns hier nicht verletzen, wenn wir hier im Müll rumlaufen. Das wäre natürlich ein bisschen doof, wenn das passieren könnte. So, ich glaube, hier trinken wir nichts, ne? Also, dieses Wasser geht an uns vorüber. Da werden wir, glaube ich, nichts trinken. Also da, das sieht jetzt nicht so appetitlich aus, ne? So. Mhm. So, wir schauen noch ein bisschen rum. Ja, nicht, dass wir hier vielleicht irgendwas übersehen oder... Boah, ich hatte wirklich schon Schiss gerade, ne, dass irgendwie, dass das sehr, sehr traurig alles anfängt. Aber Gott sei Dank, ja, war dem dann nicht so. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich mitgelitten, ja, als Stray da gehumpelt hat gerade. Boah, es tat mir schon in der Seele weh, ne, das zu sehen. Und Gott sei Dank ist das jetzt nicht die ganze Zeit erstmal so, sondern... Ja, es ist erstmal wieder vorbei. Und wir laufen ganz normal. Weil ich konnte es wirklich nicht mit ansehen. So, dann gucken wir mal. Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir aber dann mal da vorne lang. Und ich hoffe, wir sind schnell bei unseren Buddies zurück. Ne? Weil, ja, in unserer normalen Hut, da ist es halt doch schöner und katzenfreundlicher. Und das ganze Grün ist ja auch, ja... Auf jeden Fall mega toll. Hier ist es jetzt, ja, hier finde ich jetzt nicht so prall, muss ich sagen. Also, das ist jetzt nicht so, ja, katzenfreundlich. Und ich glaube, Stray, ja, möchte auch so schnell wie möglich dann weg. Würde ich fast mal meinen. So. Totenstadt. Das klingt ja auch schon sehr lustig und freundlich und lebensbejahend, die Totenstadt. Da haben wir 1000 Telefonnummern irgendwie hier. So. Können wir hier irgendwie einfach mal rüber gucken, oder? Na, wir müssen halt immer schauen, so ein bisschen. Wo kriegen wir Möglichkeiten zu springen? Weil, wie gesagt, wir können jetzt nicht frei springen, sondern wir müssen immer gucken, wie können wir denn lang. Aber, oh. Ja, hallo, guten Tag. Na, du Kamera. Hallo, guten Tag, wir sind eine Katze. Aber wer auch immer hinter der Kamera sitzt, scheint sich wirklich sehr für uns zu interessieren. Weil, guck mal, die folgt ja wirklich jeder Bewegung, ja. Ein Katzenvoyeurist, unglaublich. So, dann hier runter. Und hier lang. So, gehen wir mal hier auf. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das richtig ist, was wir gerade machen. Aber ich glaube schon. Wir müssen halt einfach, ja... Wahrscheinlich die Straße weiter, ne?
besuchen. Aber es ist halt sehr, sehr trostlos hier alles. Ne? Da möchte man wirklich nicht wohnen. Und ja, ich glaube, Stray vermisst auf jeden Fall schon ja, seine gewohnte Hut. Weil hier ist es ja wirklich nicht gerade schön. Was haben wir hier? Ein Roboter. Na, magst du mit uns spielen? Nee, ich glaube nicht. So, gehen wir weiter. Hier noch irgendwas machen. So, ich kann das zwar nicht lesen, aber wir haben auf jeden Fall mal einen Pfeil nach links. Also gehe ich stark davon aus, ja, dass wir da irgendwo vielleicht nach links sollen. Oder dass da irgendwas ist, was vielleicht von Interesse ist. Aber die Läden haben alle zu. Okay. So. Hier, Trompete spielen ist verboten, Leute. Ja? Seht das? Es darf keine Trompete gespielt werden. Ne? Mir wäre es zwar lieber, da wäre Blockflöte verboten. Ja? Da kann ich noch weniger mit anfangen als mit Trompete. Aber es darf auch keine Trompete gespielt werden. Das heißt eigentlich, ganz cool. Ja? Ne? Wenn man da so Nachbarn hat, wo die Kinder gerade anfangen, Trompete zu üben oder so. Ja, das soll ja jeder gerne halten, wie er will. Und und Musik ist natürlich auch was ganz, ganz Tolles. Aber man muss halt ehrlich zugeben, boah, es kann vielleicht schon dann das eine oder andere Mal ja, ein bisschen nerven. Ne? Wenn dann zum 30. Mal innerhalb einer Stunde das gleiche Lied falsch gespielt wird. Ja, da darf einem aber auch keiner böse sein, wenn man da mal denkt, oh, hoffentlich ist bald vorbei, oder? Ja. So, follow me. Ach, guck mal, Katze. Ein Katzenzeichen. Vielleicht der Katzenvoyeurist, der uns über die Kamera verfolgt hat. Ja, oder auch immer noch verfolgt, weil guck mal, ja, auch die Kamera hier folgt jedem Schrittchen von uns. Follow me. Ja, klar, mach mal. So, ja, dann gehen wir mal da hoch. Ah, okay. Müssen wir dann wohl da lang. Und hier hoch. So, zack. Oh, es ist mega süß, ehrlich. Ja. Wahnsinnig drollig. Schade halt, wie gesagt, das andere Setting war natürlich hübscher. So jetzt. Ach cool, Leute, guck mal. Ne, also wenn wir irgendwelche Aufgaben haben, ja, wir können dann sogar ja mit Zeug interagieren. Das ist ja mal genial, ehrlich. Das ist ja mal richtig genial. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir hier? Ah, auch nochmal ein Eimerchen. Okay. Ja, sehr gut. So, also, ja, follow me. Aber wo sollen wir denn hin? Das ist so ein bisschen die Frage. Hier können wir hoch. Alles klar. Und dann gehen wir hier weiter. Und hopp. Und hopp. Jawohl. Ei. Da sollten wir vielleicht nicht durch. Aber vielleicht können wir da... Was denn, wenn wir da Eimerchen reinschmeißen? Geht der Ventilator dann kaputt? Wir können es mal probieren, oder? Also so gehe ich auf jeden Fall nicht durch. Wir probieren mal. Wir nehmen mal so ein Eimerchen mit. Und probieren mal, was passiert. Und ob das überhaupt geht. Dass wir es da reinschmeißen. Und hopp. Und nochmal hopp. So. Ja, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, das hält jetzt auch, ja? Ne? Weil das will ich nicht sehen und ich glaube ihr auch nicht, ja? Wenn der jetzt plötzlich wieder losgegangen wäre, der Ventilator. So, was? Okay. Ja, das ist auch so typisch Katze so ein bisschen, oder? Also das ist jetzt sowas von typisch Katze. Ja, ich habe zwar keine Ahnung, warum wir es runterschmeißen. Ja,
aber es muss runter, ja? Das ist so typisch Katze, ehrlich, ja? Ne? Irgendwas steht irgendwo auf dem Wohnzimmerschrank und ja, keine Ahnung warum, aber das muss jetzt auf den Boden fallen. Das ist, und genauso habe ich mich gerade gefühlt, wirklich, genauso. Ja, ich habe richtig cool, ja, keine Ahnung, warum wir die Farbdinge jetzt da runtergeschmissen haben, aber mir war es sofort klar, es muss einfach runterfallen jetzt, ja, ist Katze, typisch Katze. So, weg damit, das schmeißen wir auch runter, wir gucken mal, so, keine Ahnung warum, ja, wir können es auch nicht aufheben, also, Aber Katzen macht das scheinbar glücklich. Ja? Katzen macht das scheinbar mega glücklich, sowas. So, wo können wir rüberspringen? Hier, nö. Ah, nee, von da. Nee, warte mal, von da sind wir ja gekommen. Hm? Okay, aber wo? Ah, hier. Alles klar. Springen wir da mal weiter. So. Ich glaube, kennt fast jeder Katzenbesitzer wahrscheinlich. Ja? Ne? Ich schmeiß das jetzt runter. Du hast das zwar dahingestellt, aber ich will, dass es auf dem Boden ist. Und deswegen, ich brauch's da zwar nicht, ich will auch damit gar nicht spielen oder so, aber ich schmeiß halt mal runter. Ja, das will ich hier nicht haben. So, dann gehen wir hier hoch. Oh, da müssen wir aufpassen mit den Stacheln. Wir wollen ja nicht, dass Stray irgendwas passiert. So. Ja, komm. Und runter damit. Weg. So, zack. Und nochmal. Und, oh, okay, alles klar. Aha. Damit haben wir uns hier quasi, nein, da wollten wir nicht hin. So, damit haben wir uns hier quasi aufgemacht jetzt. Sehr schön. Oh, follow me. Alles klar. Oh, da haben wir aber ordentlich Sauerei gemacht jetzt hier drin, Leute. Das wollten wir eigentlich nicht. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ja. So, erstmal ein bisschen Teppich kratzen. Ja, das ist auch immer wichtig. Ne? So. Ich hoffe mal, da passiert uns nichts Schlimmes, wenn wir da jetzt folgen. Also nicht, dass uns da irgendjemand irgendwas Böses will. Und nach rechts. Was haben wir hier? Oh, da gibt's was zu trinken. Das ist gut. Ja, leider, wir haben aber keine Essens-, keine Trinkenanzeige. Aber ich gehe einfach mal davon aus, ja, wir hatten so ein bisschen Durst. So, was haben wir denn hier? Mhm. Okay. Ich frage mich halt jetzt, wer lockt uns denn gerade dazu sich? Und runter. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass der irgendwas Böses im Sinn hat. Aber, uah, Leute, was ist jetzt los? Man weiß ja nie. Ne? Was war denn das? Hä? So. Irgendwelche, ja, keine Ahnung, Robokäfer oder so. Aber die scheinen nichts von uns zu wollen. Dann wollen wir von denen auch nichts. Oh, ei, Alter, jetzt bin ich erschrocken hier. Hallo, guten Tag. Wer bist denn du? Hi? Oh, das wollte man nicht. Ach, hey. Jetzt haben wir es, glaube ich, kaputt gemacht. Entschuldigung. Entschuldigung, Herr oder Frau Roboter, das wollten wir nicht, ja. Sorry. Ja. Wir waren halt neugierig, was Katzen halt sind. Ja. So, jetzt nur die Frage, wie gehen wir hier weiter? Ich würde mal vermuten, so. Und dann so. Ah, ich sage, es ist wirklich hübsch gemacht, ne? Ja. So, jetzt in der Stadt, okay. Hm. Ja, ist natürlich so ein bisschen trist und trostlos und, aber ich denke mal, wir kommen auch wahrscheinlich noch in andere Gebiete, oh.
Oh oh. Ach du Scheiße, Leute. Halte RT, um zu laufen. Alles klar. Hey, 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 hört mal auf hier. Was soll das? Hallo? Oh, Leute, echt. Oh, oh, oh. Ey, haut ab. Verpisst euch. Hallo? Ich bitte Ihnen. Hallo? Hört doch mal auf damit, Leute. Jetzt ehrlich, kommt. Ne? Wir können doch alle schön zusammen spielen. Das muss doch jetzt nicht sein. Ja, warum seid ihr denn auf einmal so aggro? Freunde, wat, wat? Oh, oh, oh. Oh, das ist gefährlich hier. Heieiei. Oh, oh. Boah, ich will auf gar keinen Fall, dass uns irgendwas passiert. Ja? Geht weg. Ich bin auch echt nervös jetzt, weil ich wirklich Schiss hab. Wir bleiben hier irgendwo hängen oder rennen in eine Sackgasse oder sowas. Ja, weil ich will auf gar keinen Fall, dass dem Kätzchen irgendwas zustößt, Leute. Jetzt geht doch mal weg. Was ist denn los mit euch? Mein Gott. Ey. Geht mal Anti-Aggressionstraining für Roboter oder so. Für Roboterkäfer. Ja? Mann, Mann, Mann. Puh. Oi, oi. Drücke B, um zu miauen. Alles klar. Oh. Hm. So, ja, wir sollen wohl. Also, ich glaube, die Botschaft ist klar, oder? Also, jeder, der sich jetzt fragt noch, wo müssen wir eigentlich hin? Ja, der sollte sich mal die Augen untersuchen lassen. Also, die Botschaft ist... Ja, glaub klar. So. Boah, diese Kack-Roboter-Käfer, ne? Ehrlich jetzt mal. Dass es immer irgendwo irgendwelche Typen gibt, ja? Die meinen, Stress machen zu müssen. Das ist doch schlimm. Ja? Sogar in der Roboterwelt. Da sind es halt einfach die fiesen Roboter-Käfer, ne? Die einem irgendwie auf den Keks gehen möchten. So, zack. Und hopp. Ja. So, wo gehen wir denn hin? Oh. Irgendwie finde ich gerade keinen Sprungpunkt. Kamen wir von da, kamen wir, ne? Oder? Bin mir nicht mehr sicher. Hm. Ah, hier. Alles klar. Und hopp, ne? Jawohl. Dann gehen wir da lang. Und hoch. Hm? Und hopp. So. Ja, aber das mit den Roboterkäfern hat mir jetzt auf jeden Fall gezeigt, Leute. Ich glaube... Das wird alles nicht ganz so friedlich wahrscheinlich, ne? Also, ich glaube, das war jetzt eher, ja, eine leichtere Herausforderung, weil ist ja auch alles jetzt am Anfang noch und, ja, hoffen wir mal, dass wir Stray gut, ja, wieder nach Hause bringen. Entschuldigung, musste gerade ein bisschen husten. So, und hoch, und hoch. Und da rein. Hm. Ich frage mich halt gerade so ein bisschen. Bin ich irgendwie schon an 1000 Sachen vielleicht vorbeigerannt, die man hätte irgendwie aufnehmen oder sammeln können? Oder ja, gibt es hier einfach vielleicht nichts? Ah, alles klar. Zeigt uns hier also immer beim Miauen noch den Weg. Die Frage ist natürlich nur, wie kommen wir jetzt da hoch? So, weil ich glaube, über die Lichterkette wird es eher schwierig, ne? Hm. Schau mal da. Hm. Ja, was macht man da, Leute?
So, wir gehen nochmal hier hoch. So. Ja, die Lichterkette sagt, wir sollen da lang. Alles klar, verstehe ich auch. Aber wie um alles in der Welt sollen wir da jetzt hochkommen? Also über die Lichterkette geht's halt nicht. Ne? Wie gesagt, da bin ich mir relativ sicher, dass wir hier über das Dach vielleicht... Nee, ist auch keine Chance. So, wo haben wir denn Sprungpunkte? Ja, das ist natürlich so ein bisschen blöd, ne? Dass man halt immer diese fertigen, ja, Sprungpunkte finden und nehmen muss. Wo könnte man hier... Da geht's auch nicht weiter. Hier nicht. Können wir uns irgendwas hinschieben vielleicht? Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen übertrieben, oder? Wenn die Katze sich da irgendwie so ein Fass hinrollen könnte. Das wäre ein bisschen mega übertrieben. Bei den hier. Ah, so. Ja, cool. Ja, das ist eine geile Idee, auf jeden Fall. Ne? So, zack und zack. So, hallöle. Ja, wir sind auf dem Dach. Und dann soll es wohl darauf. Mhm. Alles klar. Und das, wo ich springen so hasse, Leute, in Spielen, ne? Und dann ein Spiel mit Katzen, das war auch eine gute Idee. Da ist ja eigentlich vorprogrammiert, dass man da ja viel springen muss und wahrscheinlich halt auch, boah, wirklich sehr, sehr schwierige Sprünge irgendwann wahrscheinlich kommen werden. Nicht so genau nachgedacht. Ja, aber das Spiel ist geil. Also es gefällt mir, ich find's gut. Mega sogar, bis jetzt, was ich so sehe, bin ich auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ich habe, ja, manchmal kennt man das ja, man sieht so Trailer und ja, irgendwie waren aber alle guten Szenen oder so, ja, waren halt schon in Trailer gepackt oder es sieht halt dann im Endeffekt doch nicht so gut aus wie im Trailer, das Spiel, ja. Aber hier muss ich ehrlich sagen, das ist gut, ne? Wir miauen nach dem Weg und die Kamera, die nickt, ne? Also wir sollen wohl, ja, geradeaus weiter. Alles klar, machen wir. Hopp. Oh, 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 oh. Ah. Eieiei. Hab schon gedacht. So, hopp. Mit da weiter. Und dann wahrscheinlich hier. Hoppi, hopp. So, Sprungpunkt. Irgendwo? Wo ist er denn? Hä? Mal gucken. Das ist aber nicht der Querbalken, von dem wir gekommen sind, oder? Doch, das könnte vielleicht sein. Warte mal. Das wäre natürlich doof. So, zack. Ja, und bringt gerade leider nichts. Dass uns irgendwie der Weg nochmal gezeigt wird. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Ah, da vielleicht nach oben eins. Wieder. Aber von da kamen wir ja, oder? Ja, von da kamen wir doch. Ja, und das ist wieder der Balken, ne? Oh, und hopp. Jawohl, sehr schön. Nice. Da drauf. Da drauf. So, zack. Puh, wie gesagt, ich hoffe halt, ne, dass wir das Kätzchen wohlbehalten nach Hause bringen. Das ist auf jeden Fall das, was ich gerne möchte. Wir können gucken, dass wir hier hochkommen. Dann können wir das Brett umschubsen. So wie wir das vorhin schon mal wo gemacht haben. Und dann müssen wir eigentlich rüber können. Sehr gut. So, nochmal runter. So, zack. Jawohl, schön. Ja, schöne Sache, Leute. Schöne Sache. Mhm. Hm, die Frage ist aber, wohin jetzt? Wir gehen einfach mal da lang. Ich hoffe, das ist richtig. Wissen tue ich es allerdings nicht, aber ich gehe mal davon aus. Wir sind aber nicht von hier... ich bin so vergesslich geworden. Ist furchtbar, Leute, ehrlich. Wir sind nicht von hier gekommen, oder? Nee. Also sagt mir jetzt zumindest mal nichts.
So, zack. Zack. Mhm. Sehr schön. Also ich mag die Grafik wirklich. Also mega. Und wie gesagt, Leute, guckt mal, wie toll auch die Katze animiert ist. Also es ist... Also ich finde es wirklich toll. So, ich bin sehr, sehr begeistert. Aha, okay. Alles klar. Die Kamera sagt, wir sollen da lang. Dann machen wir das doch, oder? Wenn die Kamera das sagt, da vertrauen wir einfach mal. Wo geht's hin? Was? Wo? Warte, sind wir doch... Nee, wir sind nicht einfach zurückgegangen jetzt, oder? Hm. Dann, ah, jetzt hier, oh, okay, alles, bin ich doof. Hopp, hopp und hoppidi-hopp. So, und hier runter. So. Na? Sind wir hier richtig? Das ist schön. Das freut mich, ja? So. Leute, aber ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall Schluss für die erste Folge. Ja, weiter geht's dann morgen mit der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Kamera, wie sieht's aus? Hast du eigentlich schon abonniert? Ja? Das ist gut, ja? Und hast du auch schon die Glocke aktiviert, Kamera? Sehr gut, das ist super. Hast auch schon ein Däumchen gegeben fürs Video? Sehr gut. Also die Kamera hat das alles schon gemacht und wenn es euch gefallen hat, ja, dann macht das bitte auch. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge oder beim nächsten Video. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.